Dann mache ich hier noch den Hauptweg lang, der hier lang führt zum Haupthaus. Leider nicht ganz symmetrisch, das wäre natürlich jetzt die Krönung, wenn das hier 1:1 zulaufen würde. Tut's aber leider nicht. Das interferiert mit den ganzen Hügeln hier ein bisschen leider. Das wäre natürlich super awesome, aber das ist halt nicht drin. Ich muss jetzt hier andocken, das muss ja, nee, es ist halt so dann. Das heißt, es geht dann wahrscheinlich von... Von hier aus wohl. Zudem müsste ich ja dann wahrscheinlich hier machen. Auch ein bisschen blöd mit dem Weg daneben eigentlich, der zum Haus führt. Dann werde ich den wahrscheinlich eher ein bisschen nach links versetzen. Ja, wahrscheinlich mache ich dann so. Dann werde ich von hier aus... Von hier aus, würde ich sagen, oder? Ja, von hier aus da, oder vielleicht doch von hier, weil das der Ding jetzt ist, aber dann wiederum bin ich... Doch, kommt genau hier an. Dann verlege ich diesen Weg auf ab hier. Ich mache schon mal ganz grob einen Vorriss. Zack, zack. So, wieder dann da lang. Hier eben dann der einfache Kiesweg, der noch daran gehen wird. Da mache ich da etwas Schönes hin und ein paar Lampen vielleicht noch. Vielleicht ist das direkt noch wieder alles grün. Kommt danach hier. Und dieser Weg wird dann gerade zack und zack zu diesem Tor gehen. Und das ist dann mein Haupthandlungstor, würde ich sagen. Handelstor, nicht Handlungstor. Ja, und hier halt der Markt dann. Weil da ist jetzt doch ein bisschen eng vielleicht. Aber hier auch ein Teilmarkt hin. Das ist hier allgemein so. Also ein Haus kommt hier nicht mehr rein. Das ist einfach zu eng. Das heißt, hier überall ein paar kleine Stände rein. So um Tempelplatz quasi. Das kommt doch hin. Das ist eine gute Idee. So mache ich das. So, ich bin völlig abgeraten von dem, was ich eigentlich machen wollte. Aber es war jetzt auch mal wichtig. So, das habe ich jetzt einigermaßen geklärt. Schön. Oh, immer noch. Gibt's doch nicht. Wie lang ist das denn dahinter? Wie habe ich denn da gebaut? Müsste eigentlich hier zu Ende sein, oder nicht? Doch nur eine Ebene. La 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 la. Zack, zack, zack. Eisen, 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 Eisen. Mein Eisen. Ich teile das mit keinem anderen. Nein, nein, nein. Ist aber kein Andesit hier. Ist ja eklig. Dam, 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 dam. Hatten wir das Lied heute schon mal gehabt irgendwie? Blöde random Zufallsliste. Zack, 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 zack. So. Ja. Und jetzt die Frage, hört sie auf? Hier hört's auf. Ja, dann ist es an der Stelle zu Ende. Ich riskiere mal was. Okay. Das heißt, hier sind die Pistons. Und da ist die Verkabelung. Heißt auf jeden Fall, wenn ich... Ich meine, ich könnte mich ja dem hier als Wand bedienen, theoretisch. Hier Pisten hin. Da Bambus. Da Wasser. Da der Weg lang. Das heißt, hier ist... Das heißt, hier kann ich alles zumachen. Auf jeden Fall hier wieder. Das ist gut, dann mache ich das doch nicht als Bedienungsdingens. Ich habe trotzdem meinen Zweierweg frei. Nein, kann ich nicht machen. Ich muss hier eine Wand hin machen. Oh, Moment nochmal. Pisten, Bambus, Wasser, Wand. Damit das hier nicht da auf den Weg rüber gespült wird. Wand. Weg durch. Dieser Weg ist entweder sehr schmal. Ach, muss schmal sein, weil hier ist das von den Kisten. Das heißt, das hier kann ich nicht nutzen. Das hier muss eine Wand rein. Ich kann das hier nicht nutzen. Schmaler Weg also hier an der Stelle.
bis nach hier. Und hier kann ich es erweitern. Wobei, das eh nach hier, nach vorne gesetzt wird, das Ganze dann wahrscheinlich. Warte mal kurz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hier wird Wasser anfangen zu fließen, würde ich sagen. Dann habe ich hier einen schönen großen Vorraum, wenn ich reinkomme. Dann fängt die Farbe eigentlich erst hier vorne an. Das heißt, hier wird die Pistons nach außen ragen. Und das Auffangbecken. Warte kurz. Die eins. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und 1, 2, 3. Ah, ne, warte, wenn ich da lang gehe. Oh! Mann, das Becken kann ich ja tiefer setzen. So ist der nicht. Ist nicht dramatisch, sondern dann. Hier ging der Fluss lang. Der kann ja ruhig tief sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da fängt er an. Geht bis hier. Und da müsste ja wieder einer sein, der nach hier geht. Kann ich ja von. Wenn ich hier lang laufe. Wobei ich auf der Ebene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Könnte man ja auch machen bei beiden Seiten, dass es dann nach 8 geht. Moment. Müsste einfach sich hier quasi treffen und dann nach da gehen eigentlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Oh. Wow. Hier ist da was frei. Jetzt habe ich 7 da, ja? Schön. Das kann ich gar nicht richtig testen, weil das Ding jetzt hier noch im Weg ist. Ah, ich drehe durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich bin voll, na toll. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich drehe durch hier. So viel Denkarbeit am frühen Morgen, das ist einfach für einen alten Mann wie mich nicht mehr so leicht. Dam, 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 dam. Wenigstens hier ordentlich was Zeug zusammen. Das ist ja auch nicht verkehrt. So. Ach, siehst du, ich wollte ja rauskriegen, wie ich Pistons mache noch nebenbei, ne? Hahaha. Ja. Kannst du knicken, alter Mann. Ich hätte ein bisschen mehr Wasser gebrochen eigentlich. Wenn ich hier das Wasser jetzt wegnehme, rein theoretisch, würde das alles dann kaputt gehen? Das werde ich mal nachher ausprobieren. Das weiß ich auch gar nicht so genau. Auf jeden Fall müsste das Wasser trotzdem dann sich dann hier bündeln und dann könntest du aufsammeln. Müsste es eigentlich hinhauen. Klar, wenn ich nur eine Richtung habe, wo es dann zusammenfließt, müsste das schon so hinkommen. Aber wirklich alles steht und fällt jetzt damit, ob dieser Bambus hier drüben landet oder nicht. Ich habe 4 Testreihen. Ich warte, bis die ganz hochgewachsen sind allesamt. Und dann kann ich ein Resultat ziehen. Tja. Alles andere wäre doof. Ach, gar nicht wahr. Ist doch wahrscheinlich wurscht. Ich habe doch... Ich kann mir das Experiment eigentlich fast schon knicken. Ich denke schon wieder vollkommen falsch. Ich habe es doch gesagt, ich mache es nach hier hin. Ach Mann, brauche ich sowas ja gar nicht. Da ist ja das Ding jetzt im Weg. Trotzdem wäre es mal gut interessant zu sehen, das Ganze, wie das hinhaut oder wie es nicht hinhaut. Aber stimmt, ja, das brauche ich ja gar nicht so. Oh Mann, ich sage, ich bin alt und ich bin früh am Morgen gerade aufgewacht und kann nicht richtig denken. Das ist unglaublich. Ja. Für die Symmetrie ist das ja hier in der Mitte vorbei. Das ist ja nix. Ah, Mann, ey. Ich denke wieder völlig falsch alles. So, also hier kann das alles hin. Zack. Da fließt es lang.
Und ab hier erweitere ich nach oben. Wobei ich jetzt gerade was anderes überlege. Ob ich dann theoretisch nach hier gehe und dann auch da und da welche ranmache. Doch, aber wenn ich dann vielleicht an der Stelle hinten mit dem weitermachen will, mit dem Modell, muss das trotzdem funktionieren. Dann würde ich nämlich tatsächlich vielleicht von hier absatteln. So, hier ist halt die Pistenreihe, zack. Die nach hier aufgeht. Und hier würde ich dann mit der Reihe weitermachen, die nach innen geht und dann da und da noch jeweils einen ran. Und mir ist gerade eingefallen, weil ich seit Anfang der Aufnahmesession sagen wollte heute. Hahaha. Ha, ha, ha. Guck mal hier, ich habe Mauscursor. Haha. Mir ist aufgefallen, ich habe offenbar bei Dextery seit Äonen, also wahrscheinlich seit dem letzten großen Problem mit Minecraft, wo alles bei mir abgeschmiert ist, mein ganzer PC abgeschmiert war, so halbwegs, wo ich alles wieder neu machen musste, so halb halt. Seitdem muss ich hier meinen Dextery resetten, weil ich ja alles neu installieren musste irgendwie. Und da habe ich auch mal vergessen, die Option Include Mauscursor zu aktivieren. Entsprechend war hier mein Mauszeiger nie zu sehen, sondern bloß die ganzen Dinger, die geleuchtet haben. Und ich habe vor allem bei South Park, glaube ich, zum Beispiel Let's Play, oftmals so mit dem Mauscursor irgendwo hingezeigt und gesagt, hier guck mal da, hier und da und da und da. Und auch bei Minecraft, glaube ich, habe ich es mal gemacht, getan hier und da. Und das habt ihr gar nicht gesehen, weil der Mauscursor gar nicht da war. Total doof. Ich meine, theoretisch finde ich es hübsch, wenn er nicht zu sehen ist, weil es mir doch störend sein kann. Vor allem bei Spielen wie South Park, wo dann der Mauscursor einmal so im Bildschirm drin liegt, obwohl ich das gar nicht brauche und das einfach den Platz, die Sicht verschandelt. Habt ihr natürlich im Let's Play nicht gehabt jetzt bisher, weil es nicht zu sehen war. Jetzt ab sofort ist es dann wohl so. Aber andererseits wiederum hat bei ihm den Nachteil, dass man gelegentlich mal was zeigen möchte und so mit dem Mauscursor das eben nicht kann. Passiert nicht ultra oft, aber kam schon vor bei mir. Deswegen habe ich es ganz gerne, wenn er da ist, auch wenn es irgendwie optisch nicht so geil ist. Aber es ist so ein bisschen, naja, ein Kompromiss irgendwie bald schon. Ja, jetzt, das war super wichtig auf jeden Fall, jetzt weiß ich es wieder. Super gut, jetzt habe ich es endlich rausgefunden, nach tausenden und tausenden Stunden Spiel. Super gut. Oh Mann. Nun wachst du mal fertig jetzt hier. Sollte vielleicht adäquaterweise auch nochmal eine Reihe aufmachen. Um die Testergebnisse nicht zu erfälschen. Das ist vielleicht hier oben drauf halt sogar noch am Ende. Das soll es ja auch nicht. Da eine Reihe, da eine Reihe. Soll da landen. Weil wenn das halt nicht geht, muss ich dieses Prinzip fortsetzen. Und dann hier einfach nur eine Reihe auf der Seite dazu nehmen. Was letztendlich, ja, schon weniger wäre, ne? Eine Reihe. Also eine Reihe da. Eins, zwei da. Eine Reihe da. Eins, zwei. Ja, das wird auf jeden Fall weniger sein. Also wäre schon cool, das so hinzukriegen da vorne. Wobei das mit dem Schaltern und Stromflüssen schwierig werden könnte, da umzustellen an der Stelle. Da bräuchte ich dann wohl ein bisschen Raffinesse. Generell, wenn das hier nachher nicht mehr hinhaut, brauche ich ja wieder einen Repeater, um das zu verstecken, das Signal. Fällt mir gerade so ein, das habe ich auch noch gar nicht bedacht. Ah. Weil ich kann das ja nicht hier einfach hinsetzen und dann erwarten, dass es weitergeht. Das geht ja nicht, weil die Dinger in eine Richtung bloß führen, die zwei Richtungen. Ah, wieder so ein Problem. Aber das Problem könnte man eigentlich theoretisch an der Stelle hier dann beheben, wenn ich sowieso das System wechsle. Dann hier einen Verstecker hinhauen und dann von da aus weiter, also einen Abstand lassen dazwischen quasi. Das ginge ja auch. Müsste wohl auch so gehen. Und ich weiß gar nicht, wie ich es bei meinen anderen Farben gemacht habe an der Stelle. Um das Problem zu beheben. Wer weiß. Kann ich ja oft mal gucken nachher vielleicht. Mal gucken. Auf jeden Fall, ich mache gerade nur ein Brainstorming nebenbei, nur also ich wundere, dass ich jetzt quatsche, gucke und nichts mache, aber ich denke nebenbei noch, wie ich das hier Ganze das weiter spinnen möchte. Das ist halt nicht so leicht. So, ich weiß, wenn ich dann angenommen, ich fange dann an, das hier andersrum zu machen.
Pisten jetzt nach innen gerichtet. Müsste ich in der Mitte den Fluss haben? Eins. Das ist doch hier, ne? Ich meine, ich könnte den Fluss ja auch nach hier gehen lassen, tatsächlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Würde ich ihn hier lassen? Hier ist sowieso der Fluss von den anderen Dingern dann. Da spült das da rein, das kommt da raus. Eins, zwei, drei, perfekt. Müsste hier raufkommen. Das ist jetzt eine super Länge tatsächlich. Also ich hoffe, dass davon funktioniert. Denn die Idee setzt sich gerade fest bei mir. Es passt perfekt eigentlich von der Aufteilung. Wow. Da war ja was. Egal. Dann wird es hier enden und darunter gespült werden. Und hier kommt sowieso alles raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Erzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, 9 sind es auf einmal. Waren das hier 8? 1. Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sind das schon. Ah! Dann müsste ich das hier vielleicht einkürzen. Weil dann hier. Das haut ja nicht hin dann. Ich brauch mal Wasser eben. Das geht so nicht. La, 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 la. Bop. Zack. Bleibt jetzt einer vorstehen. Stimmt's? Stimmt. Das heißt, es muss ja dann logischerweise hier hin. Flupp. Heißt, wenn ich hier meine. So, hier ist erstmal das, was nach da geht. Aber auch nach da geht. Ne? Ich muss diese Pause hier drin haben. Hilft ja alles nichts. Sonst ist das doof. Oder warte kurz. Ne, es haut nicht hin. Jetzt bin ich nochmal wieder hier hin. Dam, dam. Auch doch noch mehr Redstone-Verkabelung zum Testen. La 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 la. Was wäre hier wie gehabt natürlich? Zack, zack, zack.